Willkommen bei Benny und Steve. Hier wird toll gelesen. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work, that's all. Klar. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück bei uns auf dem Kanal. Grüßt euch, Freunde. Wir sind wieder zurück bei Layers of Fear. Und als allererstes möchte ich eine Danksagung losschicken an euch. An euch da draußen, die ihr tapfer den Kanal abonniert habt, die Glocke aktiviert habt und immer schön in die Kommentare schreibt und ein Like da lasst. Vielen Dank euch beiden, Stefan, Katrin. Ihr seid die Geilsten. Also, die anderen, die jetzt zugucken, macht's wie Stefan und Katrin, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, haut in die Kommentare, wie geil oder wie scheiße wir sind. Und lasst einfach ein bisschen Liebe da. Und zeigt einfach, dass ihr da wart. Hinterlasst Spuren, ihr Lieben. Und wir legen los. Mit dabei ist natürlich wieder mein äußerst raffinierter Kompagnon Benny. Hallo, hallo, hallo. Und ich würde sagen, wir schnacken jetzt ja nicht weiter, sondern legen gleich los. So, wir haben quasi beim letzten Mal das kleine Gefäß hier drüben gefunden. Und haben unser Bild weiter gemalt. Ihr könnt euch noch daran erinnern, diese Häschen Pinguine haben wir in diesen Häschen Fleischtruthahn hier verwandelt. Es waren Flamingos, keine Pinguine. Waren Flamingos? Man muss sagen, es sind 2-3 Tage vergangen, seit wir das Spiel gespielt haben. Das stimmt. Und wir gehen einfach gleich los. Oh je. Ach, ist ja toll. Und die Mucke ist schon wieder sensationell. Oh, guck mal, so ein Tuschekasten. Ein Malerkasten. So, mal kurz gucken. Okay, hier könnte man weitergehen. Schau mal hier. Und das war's wieder für diese Folge, Tschüssikowski. Oh, gleich hier verjagt wieder. Schönen Dank auch. Hier ist verschlossen. Das ist auch gut so. Hier ist die Tür zu Silent Hill worden. Ja. Das ist jetzt nicht überraschend. Sie ist verschlossen. Ja, dann ab zum Flügel. Ab zum Westflügel. Wo die andere. Hier ist irgendwie jetzt. Oh Gott. Okay. Ganz easy. Du hast den Schemel vergessen. Oh Mann. Nicht anfassen. Ja, nicht an. Ist nicht unser Flügel. Dürfen wir nicht. Ist ja von Frauchen anscheinend. Oh, diese kleinen Kerzen überall. Ja, die machen das noch so unheimlich hier. Diese fliegenden Flügel hier. Okay. Was? Tiefer Ton. So, okay. Oh, schön. Oh, warte mal. Moment. Ugh. Hauntings. Warte mal, können wir nicht? Quälende Imitatoren. Klopf, klopf, klopf. Ich lasse sie nicht rein, nur Kinder hinterlassen. Kleider. Nur Kinder hinterlassen. Würde überhaupt keinen Sinn machen. Aber kann man mal einfach machen. Willkommen bei Benny und Steve. Hier wird toll gelesen. Okay. Ach, schön. Ja. Oh, warte mal. Ich finde, so eine komplett leeren Räume sind auch immer extrem unheilschwanger. Vor allem auch gar keine Musik, kein gerade gar nichts mehr. Oh, oh. Richtig schön ruhig. Kreative Blockade. Okay. Wer kennt's nicht, ne? Ich möchte mich nicht umdrehen. Okay. Okay! Ey, nein, mach jetzt. Diese. Oh Gott. Dieses Geräusch kennt wahrscheinlich jeder,
jeder Familienvater, der schon mal irgendwie des Dunkeln über die Lego-Steine seiner Kinder gelaufen ist. Oh, shit. Oh, shit, Benny, Alter. Ich weiß nicht, wo sind wir? Oh, nee, jetzt das ändert sich jetzt ständig mit dem Umdrehen. Oh, das ist ja wie bei Emily Wants to Play. Oh, Sunglasses, beautiful Sunglasses. Oh, guck mal hier, ein Kalender. Oh. Der 9. Wow, der 9. Juni. Juni, vergiss nicht. Okay. Don't you forget about me. Ich mach mal Licht aus. Okay, genau. Oh. Das hat sich ja schon wieder... Och Mann, ey. Soll ich mir den 9. Juni vielleicht aufschreiben? So, als kleinen vielleicht so? Ich würde sagen, ja. Ich bin dafür, dass du das mal aufschreibst, Ben. Hör doch mal auf. Ich suche hier gerade nach einem... So mach ich übrigens immer die Türen auf. Ja, einfach einlatschen. Oh, krass. Krass. Ich hab so was für schweißige Hände gerade. Schlimm hier. So, Büchlein. Pack mal die Tastatur weit, weit weg. 9. Juni. So, haben wir notiert. Schön, schön. Ach, halt. Oh Gott. Du hast auch gerade den Schatten hier an der Wand gesehen, wa? Nee, ich habe gerade nur das veränderte Bild gesehen, weil da war doch die Kinderzeichnung und auf einmal sind da ganz viele Blutflecken dazugekommen. Oh, ey, liebe Leute, die ihr zuschaut, bitte sagt mir, ihr habt da jetzt auch gerade einen Schatten gesehen. Oh, schreibt's bitte in die Kommentare. Das macht mich so fertig mit diesen Räumen, dass sie sich andauernd verändern. Ja, ja, das nimmt ja halt jegliche Art irgendwie der Orientierung. Das ist übrigens... Das ist die Bücherei. Ja, ja, was soll ich sagen? Oh Gott, auch so lebensbejahend wieder. Ja, schnippel mal schön herum. Und, ach, wunderbar. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, alle Leseratten unter uns kennen das Problem. Zu wenig Platz für zu viele Bücher. So, ich würde mal sagen, soll ich mal hier, wo die Lampe ist? Ich gehe mal dahin. Meinst du, du kannst die Lampe anmachen? Ja. Jawohl. Schön. Licht ist unser Freund. Treppenhaus, oder was? Oh, nee. Guck mal hier nochmal kurz. Oh nein. Zwei Wege. Benni, wo soll ich lang gehen? Oh nein. Oh nein. Hast du einen Schrank? Guck mal, nur einen Schrank. Naja. Ich geh mal hier hin. Ja, oder? Nee, warte mal, da steht, wenn du jetzt so nach links guckst, da steht irgendwas. Destroyed. Ja. Destroy us all? Nee. Destroy all. Okay, komm. Destroy all human. Ist das ein Easter Egg? Ist das ein Spiel? Ich hört flüstern hier. Oh Gott. Oh Gott, da steht überall was. Undankbare. Blind Fools. Ach, geh jetzt einfach mal rein. Was soll schon passieren? Ja. Willkommen bei Bob Ross. Oh, scheiße. Hier hat der Kreativ... Ach, du Scheiße. Ach, du wird's halt Bosch oder was? Ach, du Scheiße. Ignorance. Blind Fools. Kenn ich übrigens die Tapete? Habe ich letztens bei Obi gesehen. So, können wir jetzt hier irgendwas mitnehmen? Ja. You ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense in your stupid face! Ja, das ist, ich sag mal, schon fast der kleine Kinski, der hier durchkommt irgendwie. Modell nicht verstandener Künstler. Nee, man kann sie auch nicht mitnehmen. Schade. Okay. Is that all? Ja. Is it all, stranger? Okay. Dann gehen wir mal hier lang. Wir humpeln hoch, wa, oder? Hört sich zumindest so an. Als ob wir so ein hinkendes Bein haben oder so ein Bein nachziehen. Hm? Ja, uns sieht's nicht gut. Da ist ein Schlüssel! Da war ein Schlüssel! Wo ist ein Schlüssel? Da links im Schränkchen. Muss ein bisschen links gucken. Guck, da läuft der Schlüssel. Da ist eine Weinflasche. Ja, da ist er. Tatsächlich. Und da eine Leiter.
Das ist ja super. Das ist ja super. Mal gucken, ob das verschlossen ist. Ja, es ist. Da, kann man mir doch nicht vormachen. Hör mal. Ja, gut. Okay. Das ist ja kein Problem. Für Captain Iglo hingebein. Wir machen das. Ah, hier ist der Key. We got the key. So, wollen wir hier vorne nochmal gucken, was hier noch ist? Ja, bestimmt. Oh, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, bestimmt Scheiße. Brauchen wir den Key dafür, aber nee. Ist halt. Ich mal hoch oder erst. Was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt den Schlüssel benutzen oder geradeaus weiterlaufen? Meinst du, dass der Schlüssel für oben ist? Also, wir können ja mal nach oben gehen und gucken, ob der Schlüssel wirklich dafür gedacht ist. Okay, lass uns schnell hinhumpeln. So. Was du das gerade? Ja. Okay. Ja, es ist der Schlüssel. Ist dafür. Okay. Komm, aber. Tür gleich wieder zu. Ey, Tür offen. Guck mal, hier gibt's ah, okay, es ist ein überhaupt nicht verstörendes Bild. Schön mit Augen ausgebrannt. Wie es sich gehört. Können wir es umdrehen? Nein. Ach, das ist ein Kind hier vorne noch. Jetzt sehe ich das erstmal. Das kenne ich das erstmal. Ah, okay. Crazy, verstörender Shit. Können wir aber mitnehmen anscheinend. Können wir mitnehmen. Haben wir ihnen gesagt. Nur noch eine Flasche? Wir haben so wenig hier im Haus. Okay, gut. Dann würde ich sagen, geht's unten weiter. Ja, jetzt gehen wir erstmal hier weiter. Ja. Boah. Wo ist denn hier ein Telefon? Wo ist denn das scheiß Telefon, Alter? Muss irgendwie rechts sein. Oh. Okay. Okay. Ein komisches Telefon. Oh, echt jetzt? Mal ganz kurz irgendwie dieses Telefon finden? Das ist ja fürchterlich. Ja, gerne. Ja. Ja! Oh, echt jetzt? Klingel. Oh nein, Alter. Echt jetzt? Es, oh, nee. Möbius Schleife. Na, dann nimm mal ab. Ich kann nicht. Ich kann nicht abnehmen. Hä? Mal weiter. Okay. Warte mal. Der Typ redet rückwärts. Telefon klingelt drückt. Okay. Oh, yes, yes. Aha. Soll ich jetzt wieder vorwärts laufen oder weiter rückwärts? Schmeißt mir mit Telefone. Yes, yes. What? Okay. Okay. Strange, Alter. Ist ja mal. Rastlose Momente. Ach du Scheiße. Wunderschön. Wunderschön. Wow! Oh, ich möchte das nicht mehr spielen. Wirklich nicht. Ich möchte das nicht mehr spielen. Wo ist denn? Ich sehe nicht mehr, Benny. Oh, oh nee, Alter. Diarrhoe Dirk war hier. Aber gucken wir noch mal ganz kurz nach oben. Sind wir jetzt, laufen wir an der Decke oder was ist? Echt jetzt? Kranke Erinnerung. Da oben war doch. Oder sich. Nee. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Wer baut denn da oben einen Schrank hin? Wer nagelt denn da einen Tisch ran an die Decke? Wer macht denn sowas?
Okay, Flapping Horror, be quiet. Flatternde Schrecken, seid still. Konstantes Flattern fressen andere Ratten. Vielleicht ist es doch einfach nur kranker Bullshit. Wer weiß das schon. Kann ich jetzt hier hochlaufen? Nein. Okay. Oh Mann. Oh. Müsst mich nicht umdrehen. Alter. Ah, alles wieder normal. 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 So. Toll. Der Kehricht, ach, die Gabel. Hier war jeder mit seinem Essen hier einverstanden. Ja, okay. Schön. Einfach. Einfach schön. Ja, wie eine gute Freundin von uns sagen würde, ist der totale Place to be. Hier. Ja? Winke, winke erstmal an dich. Du weißt, wer ihr meint das. Ach, schön. Nee, okay, wir müssen wahrscheinlich wieder durch irgendwelche Türen. So, pass auf, hier kommen jetzt Zombie-Hunde durch die Fenster gesprungen. Das würde ich so überfeiern. Oh Gott, oh Gott. Alter, hör doch auf, das ist ein Schatten! Oh Gott. Nosferatu! Was ist denn? Alter, wie krass muss der Mann hier Psychosen durchleiden? Er ist, boah, ey, nee. Mann, was ist denn? Also, man muss doch mal wirklich sagen, was ist denn das für eine riesengroße Gammelbude? Hope is a Mindkiller? Ja. Okay. Hm. Müssen wir jetzt Fahrstuhl fahren? Fahrstuhl fahren! So, okay. Was? Nee, bestimmt erstmal Tür zu. Safety first. Und jetzt kannst du bestimmt fahren. Wer fährt freiwillig nach unten? Ja, wäre mal interessant, in welcher Etage wir generell sind. Ne? Sind wir im Erdgeschoss noch? Oder? Wer weiß das schon noch hier in diesem Freak-Haus? Ja, stimmt schon. So, und der Zimmermann, der diesen Boden hier verlegt hat, der gehört die Steine nicht. Ja, ja, das sind halt hier Dehnungsfugen. So, hier ist anscheinend, hier ist der Tanzsaal, hier ist gefeiert worden. Hier ist mal schön die Tanzfläche vermessen worden. So, pass auf, jetzt kommt hier die. Jetzt kommt Lady Dimitrescu hier um die Ecke. Hallo! Oh. Oh. Oh, war das gerade so ein Rattenfiepen, ey. Mann. Sauerei. Also, lass uns noch eine Etage. Nee, sah so aus, als wenn es hier noch runtergeht gerade. Oh, das ist aber wirklich. Mann! Ja, das ist echt nicht schön. Es ist auch recht dunkel, muss ich mal sagen. Oh, fuck. Das hört sich richtig gesund an. Ja, das ist... Richtig gut. Das ist überhaupt kein morsches Holz. Oh, Schakalaka, Alter. Bier. Ah, nee, wahrscheinlich nur noch Wein. Oh, guck mal, kannst du wegnehmen. So, an dieser Stelle möchte ich mal ganz kurz an alle Leute, die jetzt mal bis jetzt zugeguckt haben, ich will mal kurz eine kleine Challenge mit euch machen. Und zwar würde mich mal interessieren, eine Schätzfrage. Wie viel Weinflaschen stehen hier in diesem Haus? Haut's mir in die Kommentare, ich bin gespannt. Wir werden am Ende des Spiels, also Benny und ich, unsere Einschätzung abgeben. Und wahrscheinlich wird es irgendwo im Internet irgendeinen geben, der das gezählt haben wird. Ey, guck
guck mal. Nimm ein Bad. Oh, hey. Baby. Oh. Stille Schwimmer, sie verstopfen den Abfluss. Fell im Wasser, keine Bäder für mich. Ja, das ist ein grundsätzliches Credo, was ich auch eigentlich für mich immer habe. Keine Bäder für mich in Horrorspielen, aber plötzlich steige ich doch in irgendwelche Wannen. Ah, ja, da muss man mal vielleicht ein bisschen Badusan drin machen, wenn ihr das. Oh Gott. Oh Gott, so hat es bei mir auch aus. Ich habe mir auch letztens auf die Anrichter bei mir gelehnt und dann krach. Krach. Schön hier. Einfach schön hier. Wie gesagt, mich würde mal interessieren, was denkt ihr, wie viele Flaschen sind hier in diesem Haus aufgestellt? Was ist das hier? Das ist aber wirklich sehr kellerartig, wa? Ja. Hallo? Was meinst du, wer macht hier wohl die Kerzen an, Benni? Die Ratten. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oh, schön. Schön. Mit so einem Wimpern. Ja, ja. Verschlossen. Irgendwas geht an, ne? Das ist ja dein Tanzsaal. Der hat aber auf einmal vier Türen. Ups. Okay. Okay. Und? Bestimmt? Ach guck mal, ist ein bisschen romantisch ist es schon, ne? So mit den Teelichtern da unten so. Ja, schön genau. So einen kleinen Gang. Fehlt nur noch die Rosenblätter, Rosenblüten. Oh, Alter. Oh. Meets nie gut. Gott. Oh, krass, das ist so, wenn ich mit meinen Jungs im Halford war. Oh, und nach Hause komme. Grüße Ihnen an der Stelle erstmal raus an T und L. Und es geht immer noch weiter hinab. So, ich sehe tatsächlich gerade gar nichts mehr. Kannst du noch was sehen, Benni? Nö. Also ich sehe... Oh. Da ist wieder unser Flügel da vorne. Möchtest du diesmal versuchen, auf ihm zu spielen? Aber hier waren wir doch schon mal in dem Keller hier, oder? Sagt mir auf jeden Fall irgendwie ja, was. Ja, hier waren wir schon doch, mal. Doch. Glaube ich. Oh, hier dröhnt es ja schön. Hallo? Völlig normal. Wenn die Drogen knallen und alle Sachen beginnen zu fliegen. Oh! Sind wir irgendwo nicht durchgekommen, wo jetzt die Sachen fliegen? Oh, krass. Ach, das ist das jetzt so ein Labyrinth? Was war das denn jetzt? So, wenn wir den falschen Weg gehen. Ja. Alter, ich sehe gar nichts hier, ey. Ist das hier was? Was? Du hattest drei Versuche und hast alle drei aufgebraucht. Echt jetzt? Nein, echt keine jetzt? Ahnung. Nein. Das war jetzt nur so. Oh. Was ist das? I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how. But then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat.
Echt jetzt, Alter. Echt jetzt. Echt jetzt. Kumpel, Alter. Ja, schön Knochenmehlfarbe gemacht. Oh, why? Jetzt wisst ihr, warum... Ah, okay, alles klar. Jetzt wisst ihr auch, warum er humpelt. Ach, Mann, Alter. Wie kann man denn so abdrehen hier? Oh, Mann. So, lass uns den Fleischtruthahn weitermachen. Ach, jetzt kommt das Weiß dazu von dem Knochenmehlweiß, ja? Schön. Das ist ein sogenannter Killerkoi. Und es hat sich ein weiteres Türchen geöffnet. Ah, genau, jetzt, ich muss ja das Fleisch von den Knochen lösen, ne? Alles klar. Okay. Okay. It's the bone. Also versteckt das richtig, hat er jetzt nicht wirklich irgendwie den Fuß abgeschnitten? Also halt den Unterschenkel und das ist jetzt sein Unterschenkelknochen? Also daraus, hat er Farbe gemacht? So würde ich das jetzt verstehen. Also ich glaube nicht, dass er den Knochen irgendwo gefunden hat. Das ist Sommereinsatz, Alter. Das ist Sommereinsatz für Team.